Ich rufe auf. Die Tagesordnungspunkte 6a und 6b sowie Zusatzpunkt 8. Erste Beratung des von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen eingebrachten Gesetzentwurfs zur Beendigung des Betriebs von Kohlekraftwerken zur Stromerzeugung sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Aussetzung des Ausstiegs aus der Kohleverstromung, bis alternative Energien grundlastfähig sind und jederzeit bedarfsgerecht eingespeist werden können. Und Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Die Europäische Union zur Klimaschutzunion machen. Nach interfraktionellen Vereinbarungen sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Dazu gibt es keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Und ich gebe das Wort der ersten Rednerin in der Debatte, Annalena Baerbock für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir wissen, dass sich das Klima verändert. Die Leute können es selbst sehen. Mit diesem Gesetzesvorhaben packen wir den Kampf gegen den Klimawandel an. Denn die Alternativen wären die katastrophalen Folgen des Nichtstuns. Die katastrophalen Folgen des Nichtstuns. Das wäre ein perfekter Einstieg in Ihr Kohleausstiegsgesetz gewesen, das Sie pünktlich ein Jahr nach der Einsetzung der Kohlekommission heute hier in den Bundestag hätten einbringen müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Leider kommt dieses Zitat nicht von der Bundeskanzlerin, nicht von der Umweltministerin, nicht vom Wirtschaftsminister, sondern von der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern, die erkannt hat, dass die katastrophalen Folgen des Nichtstuns schlimmer sind, als jetzt zu handeln, selbst wenn es Geld kostet. Und wir bringen daher heute einen Gesetzentwurf ein, den Sie eigentlich hätten einbringen müssen. Als Opposition. Wir hätten uns schön zurücklehnen können. Wir hätten sagen können, wir haben schon seit Jahren ein Kohleausstiegsgesetz in der Tasche. Das bringen wir hier ein. Nein, das tun wir nicht. Wir tun das bewusst nicht, weil die Zeit drängt. 2022 wollen Sie 7 Gigawatt Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. Und nicht nur wir haben erkannt, sondern eigentlich alle hier im Land, dass Kohlekraftwerke sich nicht einfach selbst alleine abschalten. Dass die sich nicht abschalten, wenn sie einen Kohlekommissionsbericht in Tisch haben, wo sie immer darauf verweisen können, einer ihrer Ministerpräsidenten hat das ja neben mir bei Anne Will getan, immer wenn er auf den Tisch gehauen hat, hat er wohl gedacht, ein Kohlekraftwerk schaltet sich jetzt gleich ab. Nein, so passiert das nicht. Sie müssen schon ein Gesetz auf den Weg bringen. Und dass Sie das nicht tun, das ist wirklich eine Schande für Ihr Handeln und es ist katastrophal für dieses Land. Und wir stehen damit wirtschafts- und klimapolitisch mittlerweile ziemlich allein da. Vor ein paar Tagen haben gerade 8 europäische Länder gemeinsam einen Plan eingebracht. Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Schweden, Portugal und Spanien, dass sie bis 2050 klimaneutral sein sollen. Und wo sind Sie? Wo sind Sie als Bundesregierung? Wo sind Sie als regierende Fraktionen? Sie tauchen da einfach nicht mit auf. Dieses Nichthandeln hat nicht nur katastrophale Folgen für den Ruf Deutschlands international, nicht nur katastrophale Folgen für den Klimaschutz, sondern gerade auch für unsere Wirtschaftspolitik, für Ostdeutschland, für die Regionen, die eben diesen Kohleausstieg bewältigen müssen. Herr Vassiliadis ist jetzt nicht unbedingt mein bester Freund, war doch gerade ein paar Tagen hier beim parlamentarischen Frühstück. Was hat er gesagt? Was tut ihr? Warum tut ihr nichts? Wir hängen vollkommen in der Luft. Sie müssen jetzt endlich einen Gesetzentwurf einbringen. Und ich weiß, dass Sie jetzt damit kommen werden, wir machen doch das Strukturförderungsgesetz. Und da werde ich jetzt technisch, und zwar fachpolitisch. Und ich würde echt hoffen, dass hier nicht nur Umweltpolitiker sitzen, sondern auch ein paar Finanz- und Wirtschaftspolitiker. Sie wollen ein Strukturfördergesetz auf den Weg bringen mit 40 Milliarden Euro. Das sind keine Peanuts, gerade wenn Sie sagen, unserem Haushalt wird es demnächst schlecht gehen.
Und dieses Strukturfördergesetz, das koppeln Sie noch nicht mal dran, dass Sie Kohlekraftwerke abschalten. Sie koppeln es noch nicht mal daran, dass Sie Arbeitsplätze und die Kohlekonzerne in der Region halten wollen. Nein, Sie wollen das einfach mit der Gießkanne so verteilen. Jeder kann sich mal melden, ich hätte auch gerade noch eine Milliarde gut zu gebrauchen. Das ist wirtschaftspolitisch wirklich fatal, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und daher schlagen wir mit unserem Gesetzentwurf nicht nur vor, wie man 3 und 4 Gigawatt Braunkohle und Steinkohle abschalten kann, sondern wir sagen Ihnen auch, dass Sie die ältesten Kraftwerke Niederaußen, da war ich noch nicht mal geboren, 1965 ans Netz gegangen, das können Sie ohne Entschädigung abschalten. Und stattdessen nutzen Sie die 40 Milliarden gezielt. Geben Sie das an die Konzerne, die in der Region bleiben wollen. Es gibt ein gutes Vorbild, den Globalisierungsfonds. Unternehmen bleiben in der Region, bekommen dafür Innovationsförderung. So halten Sie 8.000 Beschäftigte in der Region, wenn Sie verbindlich Ihren Konzern umbauen auf einen Konzern der Zukunft, der nicht mehr Kohle produziert und nicht mehr CO2 emittiert, sondern in Zukunft auf Speicher und Nachhaltigkeit setzt. Geben Sie sich einen Ruck. Enttäuschen Sie die Kohlekommission nicht, die Sie selbst vor einem Jahr eingesetzt haben, sondern bringen Sie ein Kohleausstiegsgesetz jetzt hier auf den Weg mit einer vernünftigen Unterstützung für die Region. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der nächste Redner ist der Kollege Andreas Lemmel, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist ja heute wieder eine spannende Debatte über einen Gesetzentwurf der Grünen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, ihr seid ja schnell gewesen, gar keine Frage, habt heute einen Gesetzentwurf auf den Tisch gelegt. Aber, oder ein Vorteil vielleicht dieses Gesetzentwurfs ist noch, er ist ziemlich dünn. Ja, das wünschen wir uns ja bei manchen anderen Gesetzen auch, schlank und dünn. Aber wenn man das Gesetz liest, dann ist der Inhalt genauso dünn wie der Umfang des Gesetzes, meine Damen und Herren. Und es ist doch ganz, ganz klar, Sie beziehen sich jetzt auf die Kommission Strukturwandel, Beschäftigung, aber Sie picken sich nur ein einziges Element aus dem Kommissionsbericht heraus. Und das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns, dass wir diesen Strukturwandel ganzheitlich betrachten. Und Sie nur ein Bestandteil herauslösen, indem Sie sagen, ihr müsst jetzt sofort die Kohlekraftwerke abstellen. Und meine Damen und Herren, das ist eben immer wieder Ihr Trick bei den Grünen, dass Sie Dinge versprechen, dass sozusagen jetzt der globale Klimawandel aufgehalten wird, wenn die Kohlekraftwerke jetzt sofort abgeschaltet werden. Aber der Blick auf die Region, der ist bei uns natürlich viel weiter gefasst. Und der Zeitplan ist doch klar, und da gab es doch auch nie Diskussionen darum, dass wir als erstes natürlich diesen Kommissionsbericht, wir hatten ja immer gehofft, die Bundesregierung gibt mal auch ein klares Statement zu dem Kommissionsbericht ab, aber sie entwickeln jetzt das Eckpunktepapier, was in den nächsten Wochen durch das Kabinett gehen soll. Und aus diesem Eckpunktepapier, wo alle die Dinge aufgelistet sind oder bearbeitet sind, die im Kommissionsbericht sich wiederfinden. Daraus wird dann letztendlich der Gesetzentwurf. Und der Unterschied ist eben, wie gesagt, der, dass wir nicht nur abschalten, sondern dass wir Strukturentwicklung betreiben wollen. Und das ist ja genau der Punkt. Unser Slogan ist ja immer erst neue Arbeitsplätze, dann Abschaltung. Und meine Damen und Herren, wenn es jetzt darum geht, dass man politisch einen gesamten Industriezweig abschalten will, weil er angeblich klimapolitisch nicht mehr in die Welt passt, dann muss sich die Politik auch darum kümmern, dass der Strukturwandel entsprechend befördert wird. Und das lassen Sie völlig vermissen, aber es ist klar, damit befassen Sie sich ja auch gar nicht. Und das ist Ihnen auch immer egal gewesen in allen klimapolitischen Diskussionen, was eigentlich mit den Leuten dann wird, sondern Sie haben nur Tonnen CO2 im Kopf. Und das ist leider sehr wenig. Und Sie schießen mit Ihrem Gesetzentwurf aus unserer Sicht vollkommen über das Ziel hinaus. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Von dem Kollegen Grischer. Gern.
Herr Lemmel, ich finde das ehrlich gesagt eine Unverschämtheit, was Sie hier zum Besten geben, weil Sie, wenn ich nicht irre, sind Sie eine Regierungsfraktion. Und es ist die Kommission, die von der Bundesregierung eingesetzt worden ist. Die hat vor 3 Monaten, vor über 3 Monaten, ihr Ergebnis vorgelegt. So, und ich komme aus einer Braunkohleregion. Da warten die Menschen jetzt mal auf eine klare Ansage der Regierungsfraktionen oder der Bundesregierung, was und wie und in welchem Zeitraum genau dieser Kommissionsbericht umgesetzt werden sollte. Und als seriöse Regierungsfraktion würde ich erwarten, dass Sie, wenn Sie schon keinen Gesetzentwurf vorlegen, dass Sie da ein bisschen langsamer sind als wir, das mag ja sein, aber wenn Sie schon keinen Gesetzentwurf hier vorlegen, der das umsetzt, dass Sie mindestens hier einen Antrag zusammen mit dem Koalitionspartner einbringen und den Menschen Klarheit verschaffen, wie es weitergehen soll. Dazu sind Sie ganz offensichtlich seit 3 Monaten nicht in der Lage, weil sonst hätten Sie ja einen solchen Antrag hier eingebracht. Und dann frage ich Sie jetzt hier, wann werden Sie einen Beschluss im Deutschen Bundestag herbeiführen, dass das Ergebnis dieser Kohlekommission umgesetzt wird, um den Menschen in den Regionen Klarheit zu verschaffen und deutlich zu machen, wann die Klimaschutzziele erfüllt werden. Wann werden Sie das vorlegen? Also, offensichtlich haben Sie auf Ihren Ohren gesessen während meiner Rede. Ich hatte ja vorhin zum Zeitplan eigentlich mich ganz klar geäußert. Und ich sage nochmal, Sie picken sich ein ganz winziges Detail aus dem gesamten Kommissionsbericht heraus. Und Sie wissen genau, dass es nicht nur um die Abschaltung von Kraftwerken geht, sondern dass es um einen Strukturwandelprozess geht, dass tausende Leute natürlich jetzt wissen wollen, wie geht es mit Ihnen weiter. Und mit Ihnen, ja, regen Sie nicht so auf, mit Ihnen geht es überhaupt gar nicht weiter, weil Sie einfach den Schlüssel rumdrehen und da ist das für Sie erledigt. Aber für uns ist das lange nicht erledigt. Und deswegen nochmal zur Erläuterung. Es gibt die Eckpunkte, die im Moment erarbeitet werden, die sich in der Ressortabstimmung befinden, die durchs Kabinett gehen werden. Und wenn der Kabinettsbeschluss da ist, wird daraus das Gesetz entwickelt. Und dann wird sich genau die Umsetzung des Kommissionsberichtes abbilden. Also eher mal zuhören, bevor man solche halbgaren Zwischenfragen stellt. Und wie gesagt, nicht ablenken von dem, dass Sie die Menschen überhaupt nicht im Blick haben, sondern dass es Ihnen nur darum geht. Früher hieß das Tonnenideologie, das kennen wir noch aus DDR-Zeiten. Die hatten immer das Gleiche drauf wie Sie, da wurden nur Tonnen gerechnet und mussten Pläne erfüllt werden. Und die Leute haben schon damals nicht stattgefunden und die Menschen in den Regionen finden auch heute bei Ihnen nicht statt, meine Damen und Herren. Und wenn man den Gesetzentwurf noch weiter liest, dann wird das ja noch viel schlimmer, denn, Herr Hofreiter, warten Sie doch mal, Sie stellen sich ja jetzt in die Linie von diesem Herrn Kühnert. Der Herr Kühnert will ja nun Konzerne im Bereich der Wohnungswirtschaft enteignen und die Grünen haben jetzt ein Hauptkampffeld, nämlich die Enteignung von Energiekonzernen. Und ich will Ihnen das bloß mal sagen, weil Sie ja, die Konzerne sind ja Ihre Feindbilder, sowas wie RWE zum Beispiel. Ja, wenn RWE sozusagen wirtschaftlich in Turbulenzen kommt, weil Sie ja sozusagen entschädigungslos Schlüssel abdrehen wollen, dann wissen Sie doch, wen Sie damit enteignen. Sie enteignen erstmal große kommunale Vermögen, zum Beispiel die Städte Dortmund, Essen sind Großaktionär bei RWE, und Sie enteignen tausende Kleinaktionäre, die dort ihr Investment liegen haben und die möglicherweise dieses Investment dorthin gelegt hatten, um sich ihre Altersversorgung zu sichern. Und das ist Ihre Politik, die Enteignung des kleinen Mannes doppelt, meine Damen und Herren. Und dass Sie als Grüne sich in diese Linie begeben, also das finde ich schon ziemlich abgefahren. Das muss ich schon mal ehrlicherweise sagen. Das hätte ich auch von Ihnen nie erwartet. Herr Kollege, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage des Kollegen Trittin? Immer. Sie können ja nur schlechter dastehen. Herr Lemmel, erstens, meine erste Frage, haben Sie schon mal was davon gehört, dass Anlagen, auch Kohlekraftwerke, wie zum Beispiel das in Bremen-Fage oder in Niederaußen, nach einem bestimmten Zeitpunkt abgeschrieben sind und die vom Grundgesetz vorgesehene Entschädigungspflicht im Falle von Enteignung
in diesem Falle nicht mehr zieht. Sie können das nachlesen in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Zweite Frage. Wenn Sie von Enteignung von Aktionären sprechen, ich habe mir mal die letzten Tage aus anderem Anlass den Aktienkurs von RWE über die letzten 15 Jahre angesehen. Der hat sich mehr als halbiert. Können Sie mal beantworten, wer die Städte und Kommunen, BlackRock, die Kleinsparer, die Sie erwähnt haben, um mehr als die Hälfte ihres Vermögens enteignet hat? Wer trägt dafür die Verantwortung, bevor Sie sozusagen auf die Grünen verweisen? Ja. So, also die Verantwortung, das haben Sie gerade selbst richtig festgestellt, tragen zur Hälfte die Politik, und das sind meistens auch Sie gewesen, die sozusagen mit einer Politik stückweise die Industrie in Deutschland, vor allen Dingen auch die energieintensive Industrie, aus dem Lande treiben. Und deswegen sind wir ja zum Glück noch da. Ja, sonst wäre es ja, deshalb können Sie ja nirgendwo alleine regieren. Das ist auch gut so. Und das Zweite, natürlich gibt es abgeschriebene Kraftwerke, ist ja gar keine Frage. Aber Sie sprechen von der Steinkohle. Aber in Ihrem Gesetz geht es ja nicht nur um die Steinkohle, sondern auch um die Braunkohle. Und dann schauen Sie sich mal die Altersstrukturen der Braunkohle an, und Sie differenzieren in Ihrem Gesetzentwurf überhaupt nicht. Also wenn Sie da Unterschiede machen wollen, dann müssen Sie das auch so erklären und nicht alles pauschal betrachten. Und ich bleibe dabei, Ihr Gesetzentwurf ist der Weg in die nächste Enteignung, und ich kann nur davor warnen, denn dann sind wir nicht mehr so weit weg vom VEB Energiekombinat. Das mögen Sie vielleicht, aber ich nicht. Ich habe das nämlich alles live erlebt, wissen Sie, und ich habe keine Lust, das nochmal hinter mich zu bringen. Ja, meine Damen und Herren, und Sie haben ja auf die Gewerkschaft verwiesen. Und natürlich ist die Gewerkschaft genauso unruhig, weil sie natürlich weiß, dass die Kohlekumpel, dass die Familienangehörigen, die in den Regionen von der Energiewirtschaft, von der Kohlewirtschaft leben, jetzt mal wissen wollen, wo es lang geht. Aber sie wollen das nicht bloß wissen, indem sie jetzt sagen, abschalten, zumachen, Schluss, sondern sie wollen wissen, was ist denn die Zukunftsperspektive. Und genau das ist das, was wir im Moment machen. Und ich kann es nur noch mal sagen, genau das ist der Unterschied zwischen uns, zwischen der Regierungskoalition und den Grünen, dass wir uns Gedanken machen, wie eine Region auch leben kann ohne Energiewirtschaft oder mit einer anderen Energiewirtschaft. Und Sie denken nur darüber nach, wie viel Tonnen CO2 man nun endlich mal beseitigen kann. Und eine Sache, das wissen Sie doch selber ganz genau, ist doch eine glatte Augenwischerei. Sie wissen ganz genau, selbst wenn wir über Nacht in Deutschland alle Kohlekraftwerke abschließen würden, ändert sich im Weltklima gar nichts. Die 0,2% CO2-Emissionen, die die deutsche Energiewirtschaft erbringt, meine Damen und Herren, da gab es doch mal so ein Gedicht, wenn ich mich so erinnere, ne? Was stört uns, wenn ein Sack Reis in China umfällt? Und so ist das mit der deutschen Wirtschaft und mit der deutschen Kraftwerkswirtschaft. Und genau deswegen folgen unsere Nachbarländer dem deutschen Weg eben nicht. Meine Damen und Herren, Sie sollten Ihren Gesetzentwurf besser zurückziehen, ehe wir da noch lange Zeit damit verschwenden und lieber darauf warten, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung hier eingebracht wird. Das lohnt sich viel mehr, darüber zu diskutieren. Vielen Dank. Der Kollege Carsten Hilze ist der nächste Redner für die AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kohlekumpel, 105 Gigawatt, 0,7 Gigawatt, 46 Gigawatt. Diese Zahlen klingen sehr kryptisch. Sie werden auch den meisten von Ihnen nichts sagen, zumindest Ihnen nicht. Und doch zeigen Sie, warum mit den sogenannten Erneuerbaren kein Industriestaat mit Strom zu versorgen ist. Sie veranschaulichen nämlich die Schwankungen der Stromproduktion und nur vom Januar dieses Jahres. Um das Rätsel für Sie zu lösen, 105 Gigawatt an elektrischer Leistung waren im Januar an Windenergie- und Solaranlagen in Deutschland installiert. Das sind schon jetzt gut 20 Gigawatt oder 30% mehr, als wir auch bei strengstem Winter in diesem schönen Land verbrauchen. Und was haben diese Anlagen geliefert? Im Januar stieg die Natur immer mal wieder aus Wind und Sonne aus, sodass auch mal nur weniger als 1 Gigawatt, genau waren es 0,7 Gigawatt, zur Verfügung standen.
Gebraucht wurden zum selben Zeitpunkt 72 Gigawatt, also über 100 Mal mehr. Das entspricht 72 konventionellen Kraftwerken. Und nur wenige Tage früher, als der Wind kräftig blies, von der Sonne kam de facto nichts, schaffte er auch nur 46 Gigawatt, nicht einmal die Hälfte der installierten Leistung. Und auf den momentanen Spitzenbedarf bezogen fehlten satte 29 Gigawatt. Das entspricht 29 konventionellen Kraftwerken. Der April war besonders erfolgreich. Den ganzen Monat über konnten die plötzlich auftretenden Angebotsspitzen nicht von unserem Netz aufgenommen werden und mussten mit Zuzahlung ins Ausland verklappt werden. Netto kostete uns dieser grüne Spaß schlappe 1,9 Milliarden Euro mehr, als er an der Börse wert war. Das ist die neue grüne Stromwelt, in die Sie, Frau Bundeskanzlerin, gut, sie ist nicht da, unterstützt von allen Altparteien uns gebracht haben, Flatterstrom, soweit das Netz reicht, nicht grundlastfähig, zu überhöhtem Preis und deswegen auch nur per Zwang in Form des EEG an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Von der ersten Minute an ungeeignet, ein Industrieland wie Deutschland zu versorgen. Die riesigen Lücken, die diese Stromerzeugung unweigerlich bringt, müssen die viel geschmähten Kohle- und Kernkraftwerke ausfüllen, aber genau die wollen sie abschalten. Und es kann ihnen auch nicht schnell genug gehen mit der Abschaltung, die ca. 30.000 Arbeitsplätze, die allein in Sachsen direkt oder indirekt von der Braunkohle abhängig sind, werden als Kollateralschäden abgebucht. Das ist Verrat an den Kohlekumpeln, die bei Wind und Wetter für eine sichere Stromversorgung stehen. Das ist Verrat. Eine allein von Naturgewalten abhängige Stromversorgung kann und wird nicht funktionieren. Gegen die Naturgesetze können auch Sie keine Politik machen. Niemand kann das, egal welchen Größenwahn Ihnen zum Beispiel die ganze Welt retten zu wollen, befallen hat. Wenn Sie schon am Kohleausstieg festhalten, den wir übrigens, sobald wir in Regierungsverantwortung sind, wieder rückgängig machen werden, dann versuchen Sie wenigstens einmal rational zu handeln und planen Sie ihn erst dann, wenn mindestens 40 Gigawatt Grundlast durch alternative Energien, zum Beispiel durch brauchbare Großspeicher, zur Verfügung stehen. Nichts anderes fordern wir in unserem vorliegenden Antrag. Alle versprochenen Anlagen, Power to Gas, Power to X oder Power to irgendetwas, sind, wenn überhaupt, erst in Jahrzehnten in der Lage, diese 40 Gigawatt Grundlast zur Verfügung zu stellen. Bis dahin muss die Kohleverstromung als sichere Grundlast erhalten bleiben. Der Kohleausstieg wird rein ideologisch begründet. Grundlage ist die Hypothese, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen die Erderwärmung maßgeblich beeinflusst. Dafür gibt es nach wie vor keinen einzigen Beweis. Selbst wenn man dieser absurden Theorie vom menschengemachten Klimawandel glaubte, könnten wir die Erderwärmung bei sofortiger Abschaltung aller deutschen Kohlekraftwerke rein rechnerisch maximal um 0,000284 Grad Celsius verringern. Für diesen gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Hilte? Aber natürlich, immer gerne. Verlängert meine Redezeit. Alles klar, Frau Hendricks. Stellen Sie auch eine Zwischenfrage, beantworte ich gerne. Ja, Herr Kollege Hilse, ich persönlich finde es ja sehr gut, wenn die AfD sich in der Klimafrage so positioniert. Ich glaube, Sie marginalisieren sich damit auf Dauer und das ist ja auch eine Möglichkeit, Sie in einigen Jahren dann hier wieder nicht mehr anzutreffen. Aber ich komme zu meiner Frage. Sie haben erneut diese Zahl genannt, diese 0,0 etc. Zahl. Und Sie wissen ganz genau, das ist eine Zahl, die bezieht sich darauf, wenn man sie überhaupt ernst nimmt, dass wir ein Jahr lang die CO2-Emissionen in Deutschland aussetzen. Was macht diese Zahl für einen Sinn? Sollen wir dann nächstes Jahr wieder die Braunkohlekraftwerke anschalten oder was ist der Sinn hinter dieser Zahl? Und die zweite Frage, nächste Woche haben Sie ja die Crème de la Crème der Pseudowissenschaftler versammelt hier im Deutschen Bundestag. Insbesondere Tom Weissmüller zum Beispiel vom Heartland-Institut, das von den Koch Brothers, von Philip Morris, von der Erdölindustrie der USA hier finanziert wird. Das ist also Ihre Aussage, dass Sie sozusagen die Büttel sind der US-amerikanischen Erdölindustrie. Ist das Ihre Aussage für den Klimaschutz? Gut, okay. Ich bedanke mich erstmal für die Frage. Deswegen kann ich noch mal ganz kurz darauf eingehen. Sie haben nicht richtig aufgepasst, glaube ich. Ich habe nämlich gesagt 0,000284 bei sofortiger Abschaltung aller Kohlekraftwerke. Das heißt, diese Kohlekraftwerke emittieren nie wieder CO2. Das heißt, sie können auch nur einmal eingespart werden. Und das sind die Formeln des IPCC. Und Grundlage ist der sogenannte Equilibrium Sensitive Climate Sensitivity von 3,2 Grad, der aus der Sicht der meisten Wissenschaftler überhöht ist.
den setzen Sie in eine Formel ein und dann können Sie das ausrechnen. Das können Sie selber auch machen, ich kann Ihnen gerne die Formel schicken, aber Sie können sie auch selber nachlesen beim IPCC. Und dann kommt genau der Wert raus. 0,000284 Grad Celsius Verringerung der Erderwärmung. So, kommen wir zum nächsten. Sie zum Beispiel versammeln sich hinter einer, Entschuldigung, wenn ich so sage, erkrankten jungen Dame, beziehungsweise deren Eltern, beziehungsweise NGOs, die diese Kinder steuern. Meinen Sie wirklich, dass... Ich kann doch auf die Frage antworten, oder? Herr Kollege Jaricek. Schauen Sie sich mal an, wer zum Beispiel das Spendenkonto von Fridays for Future, ich nenne sie No Education Friday, verwaltet. Was hat denn das damit jetzt zu tun? Das hat damit was zu tun, dass Schüler nie in der Lage wären, solche Demonstrationen selbst zu organisieren. Das kostet Geld, das kostet Equipment. Und das kann eine Schülerorganisation nicht machen. Dahinter stecken NGOs, Grüne, Linke wahrscheinlich, wie auch immer. Gut, alles klar. Ich würde jetzt einfach weiterführen. Gut. Okay, für diesen aber witzig geringen Wert, 170 Milliarden laut IHK dem deutschen Steuerzahler zu stehlen, ist für niemanden mit gesundem Menschenverstand mehr nachvollziehbar. Der Wissenschaftsjournalist Nigel Calder prophezeite 1998, ich zitiere mit ihrer Genehmigung, alle Parteien der Industriestaaten, ob rechts oder links, werden die CO2-Erderwärmungstheorie übernehmen. Dies ist eine einmalige Chance, die Luft zum Atmen zu besteuern. Weil sie damit angeblich die Welt vor dem Hitzetod bewahren, erhalten die Politiker dafür auch noch Beifall. Keine Partei wird dieser Versuchung widerstehen. Bei den schon länger hier herumsitzenden hat Nigel Calder recht behalten. Die AfD fordert, diesen ideologischen Irrsinn endlich zu beenden und zu einer vernünftigen Energiepolitik zurückzukehren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Johann Sartow. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, von den Grünen jetzt mal besonders und direkt angesprochen. Ich kann und will das hier deutlich auch im Namen der SPD-Fraktion sagen, Ihre Ungeduld absolut nachvollziehen und verstehen. Der Abschlussbericht der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, also kurz Kohlekommission, liegt seit einem guten Vierteljahr vor. Und Sie fragen sich, was hinter den Kulissen dazu wohl gerade geschieht. Und deswegen haben Sie diesen Gesetzesentwurf vorgelegt. Bevor ich darauf eingehe, würde ich ganz gerne noch mal deutlich machen wollen an dieser Stelle, auch nach dem, was vorher hier im Hause gesagt worden ist, dass der Kohlekonsens eine gesamtgesellschaftliche Errungenschaft darstellt. Und dass dieser Kohlekonsens nicht in Frage gestellt werden darf. Denn das sind wir der Kommission schuldig, die diese Ergebnisse erarbeitet hat. Und wir sind es ihr schuldig, dass wir diese Ergebnisse auch umsetzen. Und es ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Konsens und nicht etwa ein Kompromiss. Für Kompromisse muss man Zugeständnisse machen, die man vielleicht eigentlich gar nicht machen wollte. Man hat irgendwie was Halbes hinbekommen. Konsens ist was ganz anderes. Konsensuale Ergebnisse sind Errungenschaften und Erfolge, auf die man stolz sein kann. Und nichts anderes ist dieses Ergebnis. Beim Kohlekonsens handelt es sich um Erfolg. Und die Menschen dürfen zu Recht erwarten, dass die Umsetzung jetzt erfolgt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ich glaube, Sie haben in den letzten Wochen mit Ihrem Gesetzesentwurf viel Arbeit gehabt. Und dafür gebührt Ihnen Respekt. Ich weiß, dass Greenpeace einen Gesetzesentwurf gemacht hat. Und das ist nicht das Gleiche, was Sie vorgelegt haben, sondern Sie haben eine eigene intellektuelle Arbeit dort reingebracht. Und Sie bilden im Grunde mit Ihrem Gesetzesentwurf das ab, was aktuell gerade geschieht und sich in den kommenden Monaten vollziehen wird, auf jeden Fall vollziehen soll. Und die Bundesregierung, vor allem das BMWI, verhandelt mit den Kraftwerksbetreibern gerade über die Abschaltung der Kraftwerke. Und das glaube ich, können wir alle miteinander nachvollziehen, keine einfache Materie. Denn jedes Kraftwerk ist anders. Jedes Kraftwerk wird systemisch anders gebraucht. Und es hängen auch nicht nur Stromkabel dran, sondern es hängen Tagebaue dran und es hängen Wärmelieferungen dran. Das muss mit ins Kalkül gezogen werden. Deshalb können solche Regelungen leider nicht in ultimativer kurzer Zeit erarbeitet werden, sondern wir brauchen ein bisschen Zeit dazu und wir brauchen auch die Ruhe dazu, die notwendig ist bei dieser komplexen Sachlage. In Ostfriesland wird man sagen, wenn Minske vergrellt ist, verlüstet sie in Klauheit. Also man braucht Zeit für eine gründliche Umsetzung.
Und das sind auch das, gründliche Umsetzung, sind wir der Kommission und dem Konsens schuldig. Man darf auch nicht vergessen, dass die Bundesregierung mit den Ländern parallel gerade am Strukturstärkungsgesetz in den Kohleregionen feilt. Aus sozialdemokratischer Sicht darf ich, glaube ich, sagen, dass die Begleitung des Strukturwandels, die ernsthafte Begleitung des Strukturwandels in den Regionen genauso wichtig ist wie der Klimaschutz. Und wir können nicht einfach in den Regionen Kraftwerke ausschalten und damit im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter ausgehen lassen in der Region. Die Menschen brauchen eine Perspektive, sie brauchen eine nachhaltige Perspektive und nicht nur ein paar Projekte, die irgendwann mal beendet sind, nicht nur weiße Salbe. Sie müssen uns glauben, dass wir ihre Betroffenheit aufnehmen und mit dieser Betroffenheit auch umgehen wollen. Denn die betroffenen Regionen haben eine verantwortliche Strukturbegleitung Kollege, verdient. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der Kollegin Baerbock? Aber sehr gerne, Frau Baerbock. Vielen Dank. Vor allen Dingen, dass Sie eingangs deutlich gemacht haben, dass wir hier an wirklich einer sachorientierten Debatte interessiert sind. Das sind wir auch, sonst hätten wir keinen Gesetzentwurf, sondern einen Antrag vorgelegt. Und sonst hätten wir auch nicht einzelne Kraftwerke angeschaut und geschaut, wie lange die Restlaufzeiten sind, beziehungsweise wie lange sie am Netz sind. Deswegen habe ich jetzt wirklich eine inhaltliche Frage, weil wir ja auch sonst Gesetze verabschieden, dass Sie nur labern können, Herr Lemmel, haben wir ja vorher gehört. Also, meine Frage wäre, andere Gesetze verabschieden wir ja auch nicht und dann tritt es am Montag der Folgewoche in Kraft, sondern wir haben immer Übergangsfristen und in unserem Gesetzentwurf steht sehr deutlich drin, gerade mit Blick auf die Abschaltung und gerade mit Blick auf die Rechtssicherheit, dass das erst im Folgejahr, also 2020, die Kraftwerke abgeschaltet werden. Deswegen, was spricht dagegen, jetzt zu verabschieden als Gesetz, was im Kommissionsbericht drin steht. Wir schalten 3 Gigawatt Braunkohle und 4 Gigawatt Steinkohle ab und alles andere wird in einer Verordnung, was auch immer, geregelt, so wie wir das in allen anderen Gesetzesformen auch tun. Da müssen Sie nicht am Tag drauf die Kraftwerke abschalten, sondern was es gibt, ist ein Bekenntnis, ein Rechtsbekenntnis von diesem Deutschen Bundestag. Er steht hinter der Abschaltung der Kraftwerke der Kohlekommission. Frau Baerbock, in Ostfriesland würde man sagen, was machst du es verkehrt? Also ich kann mich erinnern, dass wir, ich meine, bei der Anreizregulierungsverordnung so etwas mal hatten, als wir in der Debatte waren, dass wir gesagt haben, wir regeln erstmal etwas, wir wissen aber noch nicht genau, welche Wirkung dabei rauskommt und werden das im Zweifel nachregeln. Da war die Debatte dann so, dass man gesagt hat, ihr wisst ja gar nicht, was ihr regelt und vorsichtshalber seht ihr schon mal zu, dass dann Nachregelungsmöglichkeiten da sind. Ich will das gar nicht negieren, ich habe das gelesen, ich will nicht mal ausschließen, dass in unserem Gesetz nachher tatsächlich so etwas auch noch drinsteht. Dass wir aber, und da sind wir beide uns, glaube ich, einig, hier eine der komplexesten Rechtslagen generell zu lösen haben, die wir in dieser Legislaturperiode zu bewerkstelligen haben, das, glaube ich, da brauchen wir nicht drüber streiten. Und dass man die nicht innerhalb von 2 Monaten sozusagen durch das Parlament jagen kann, wie man es mit anderen Dingen, die weniger komplexe Sachverhalte geregelt haben, getan hat, da, glaube ich, da sind wir auf einer Ebene und können miteinander in die richtige Richtung schauen, gemeinsam. Ich war bei den betroffenen Regionen und die betroffenen Regionen haben eine verantwortliche Strukturbegleitung verdient. Und ich weiß, wovon ich rede. Denn der Strukturwandel in Ostfriesland hat schon vor Jahrzehnten eingesetzt. Strukturwandel durch Schließung der Fischereiwirtschaft. Strukturwandel durch Schließung der Werften. Und es gab kein Strukturgesetz, kein Strukturstärkungsgesetz, das den Menschen irgendwie geholfen hat, sondern wir mussten uns selber helfen. Und das war kein freudiges Ereignis. Und ich glaube, das wäre nicht an der Zeit, dass wir die Menschen, die vom Strukturwandel in der Energiewirtschaft betroffen sind, einfach alleine lassen. Wir werden mit ihnen zusammen ihre Zukunft gestalten. Wenn wir nicht massiv und nachhaltig in diese Regionen investieren und mit ihnen eine Zukunft aufbauen, dann gehen sie uns verloren und das wollen wir uns nicht leisten. Und das gilt natürlich, das muss ich aus niedersächsischer Perspektive hier nochmal einflechten, auch für das Helmstedter Revier. Uns liegt ja auch noch ein Antrag der sogenannten AfD vor. Unambitioniert wäre aus meiner Sicht eigentlich noch zu viel Lob, ehrlich gesagt. Sie bezeichnen die Erneuerbaren als Zufallsstrom, damit ist eigentlich alles gesagt. Gestern war Alexander Gerst im Wirtschaftsausschuss. Ich fand, für Ihre Verhältnisse haben Sie sich brav benommen. Aber Sie haben die Erkenntnis nicht mitgenommen, dass die Erde der einzige Planet ist, auf dem wir gut aufpassen sollen. Der nächste, vielleicht bewohnbare Planet ist 39 Lichtjahre entfernt. Ein weiter Weg für Sie, aber diese Erkenntnis ist nicht angekommen. Und da Sie ja keinen Klimawandel sehen, hier ein paar Fakten.
Die Temperatur im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhunderts ist bereits um 1 Grad gestiegen. Die 10 wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen liegen alle in der Zeit nach 1997. Seit 2000, da Sie ja die nationale Brille aufhaben, verlieren die Alpengletscher pro Jahr 2 bis 3% ihres Volumens, sind 2050 nur noch halb so groß, wie sie mal waren vor 10 Jahren. Wenn Sie den Klimawandel negieren, dann lassen Sie die Menschen, nicht nur in der Küstenregion, sondern alle Menschen in Deutschland, bitterlich alleine. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Kollege Prof. Dr. Martin Neumann hat das Wort für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen-Fraktion, wenn man sich die Mühe gibt und Ihren Entwurf etwas genauer sich anguckt, kann man durchaus die ein oder andere Botschaft erkennen. Und positiv, und da sage ich Frau Baerbock, ist ja die Botschaft, die Sie gesagt haben, dass wir endlich Klarheit brauchen. Das ist völlig richtig, auch für jeden Wettbewerb, für alle Beteiligten in dieser Situation ist es wichtig zu wissen, wo es hingeht. Das ist richtig. Aber jetzt kommt das große Aber. Es haben ja nicht nur einer davon gesprochen, dass wenn man die Energiewende tatsächlich positiv und erfolgreich machen will, muss man sie komplex angehen. Das ist, glaube ich, klar. Und wir kommen immer wieder in die Situation, auch beim EEG, dass wir uns immer nur eine Seite genauer angucken, also nämlich die Erzeugerseite. Also Energie wird ja nicht erzeugt, sondern umgewandelt. Also die Erzeugerseite, sage ich jetzt mal, und dann fehlt alles das, was danach kommt. Also die Leitung, die Speicher, was auch immer. Wir müssen dafür sorgen, dass das immer komplex gesagt wird. Sie sagen jetzt in Ihrem Entwurf, oder Sie schreiben, Sie wollen den Einstieg in den Kohleeinstieg, bedeutet für Sie Abschaltung von 3 Gigawatt. Wieso 3 Gigawatt? Warum nicht 5 oder was auch immer? Mir fehlt jetzt, ich sage es doch gleich, warten Sie, Frau Baerbock, warten Sie doch ab. Ich erkläre es Ihnen auch, was ich da problematisch finde. Wenn man jetzt ganz konkret sich diese Zahlen anguckt, diese Einseitigkeit von der Erzeugerseite, dann kann man im Grunde genommen ja einfach davon ausgehen, dass Sie ja wissen müssen, was das bedeutet. Was bedeutet das? Es bedeutet nämlich auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit, und ich komme dazu. Eine Frage? Bitte schön. Bitte schön, Herr Bitte, Grischer. Machen Sie das. Herr Kollege, wir reden hier über ein Ergebnis einer Kommission, die die Bundesregierung eingesetzt hat, um die Kohleverstromung in Deutschland zu beenden und den Strukturwandel zu machen. So, das Ergebnis liegt seit 3 Monaten vor. Ich habe ja mit Interesse wahrgenommen, dass die FDP sich dafür gar nicht interessiert, dass Ihnen das völlig egal ist, dass Sie das ablehnen. Das schreiben Sie an dem Antrag, den wir im Tagesordnungspunkt vorher behandelt haben, dass Sie keinen nationalen Kohleausstieg wollen. Und deshalb frage ich Sie, was ist eigentlich an der Stelle das Konzept der FDP, wie Sie am Ende die Energiewende und den Klimaschutz schaffen wollen? Ich gehe mal davon aus, auch Sie wollen keine neuen Kohlekraftwerke bauen und wollen nicht Kraftwerke, die aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen, weiter betreiben, sondern ich frage mich ehrlich gesagt, was ist das Zukunftskonzept? Und im Übrigen möchte ich noch mal klar darauf hinweisen, ist Ihnen, oder ich möchte Ihnen die Frage stellen, ist Ihnen klar, dass in unserem Gesetzesentwurf 3 GW drinstehen, weil das Ergebnis der Kohlekommission von 28 gesellschaftlichen Gruppen, da gehört übrigens auch der BDEW zu, dessen Vorsitzender, glaube ich, FDP-Mitglied ist, dass das festgelegt worden als das einvernehmlich gesellschaftliche Vereinbarte, was jetzt notwendig ist zu tun. Also, ich hatte ja auch gesagt, vielleicht warten Sie mal das ab, was ich sage. Sie haben ja, also ich muss mal ganz deutlich machen, worauf kommt es an? Es kann nicht darauf ankommen, dass man eben nur einseitig die Erzeugerseite sieht, sondern tatsächlich auch dafür sorgen muss, dass das, was dahinter kommt, nämlich die Wirtschaft, die Verbraucher, dass die also versorgungssicher, dass sie also versorgt werden. Das ist der Punkt. Und jetzt komme ich noch mal ganz genau darauf, was Sie möglicherweise auch hätten schreiben können. Ich mache es Ihnen ja sozusagen ganz einfach. Sie brauchen einfach nur mal in das Energiewirtschaftsgesetz gucken, Paragraph 51 und 63.
Da soll die Bundesregierung alle zwei Jahre vorlegen, dass Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Es kommt darauf an, nicht einfach etwas nur abzuschalten mit einem puren Aktionismus, sondern dafür zu sorgen, dass Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Sie können auch den besten Umweltschutz nicht machen, wenn Sie am Ende keinen Strom und keine Energie haben. Also bitte betrachten Sie das mal als Ganzes und tun nicht immer so, dass sich bestimmte Dinge, alles das, was Ihnen gefällt, nehmen Sie raus und den Rest lassen Sie mal die anderen machen. Vielleicht nur noch dazu. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass die Frage der Versorgungssicherheit eine ganz wesentliche ist. Und wenn Sie einfach mal jetzt sagen, die Nummer 3 Gigawatt dort und 5 Gigawatt dort oder 7,7, das können Sie alles machen. Das hat den Anschein eines Aktionismus. Und wenn Sie dann sagen, wir schalten ab, können Sie ja machen. Sie können ja alles abschalten. Sie können auch einfach alles abschalten. Und dafür aber die Antwort geben der Gesellschaft, den Verbrauchern und der Wirtschaft, wo denn Strom und Energie herkommen. Das ist meiner Ansicht nach die ganz entscheidende Frage. Also, die Zeit ist da etwas knapp, ich habe da nur 4 Minuten. Ich will ganz kurz noch etwas zu dem Antrag der AfD sagen. Also wir lehnen Ihren Antrag ab. Auch den Antrag der AfD lehnen wir ab. Sie haben sich ja da mit dem Thema Versorgungssicherheit beschäftigt. Aber da kann es nicht sein, dass Sie Unternehmern die Aufgabe geben, dafür zu sorgen, dass gesichert wird, dass Energie zur Verfügung steht, also dass Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Ich hatte gerade gesagt, das ist eine staatliche Aufgabe. Ich hatte Ihnen gerade gesagt, dass man dafür natürlich auch die Bundesregierung verantwortlich machen muss. Der bisherige Vorschlag, der im Energiewirtschaftsgesetz steht, alle zwei Jahre da etwas zu tun, reicht uns nicht. Da stehen übrigens auch statische Daten, die einfach nicht ausreichen, um zu gewährleisten, dass tatsächlich dann ausreichend Energie zur Verfügung steht. Wir wollen, dass man das tatsächlich in jährlichen Berichterstattungen macht, mit dynamischen Parametern, um klarzustellen. Und dann haben wir nämlich Vertrauen, und das ist das, was uns fehlt. Wir reden immer über Akzeptanz, wir reden über alles das, was da notwendig ist, damit die Menschen mitmachen. Sie können doch nicht einfach sagen, wir haben Recht, also Sie haben Recht, und jetzt schalten wir einfach mal ab. Ich möchte, ja, und trotzdem erfordert das, entsprechende Konsequenzen. Ich habe das gesagt. Wir wollen im Prinzip CO2 einsparen auch, das haben wir auch gesagt. Das werden wir tun, aber dort, wo die CO2-Einsparungskosten oder die Verminderungskosten am geringsten sind. Und das machen Sie, das betrachten Sie nicht. Sie machen Aktionismus, schalten ab, da wo ein Schalter ist, der wird rumgedreht. Alles andere interessiert sich nicht und das gefällt mir nicht an dem Antrag. Wir lehnen Ihren Antrag ab und wir lehnen auch den Antrag der AfD. Und jetzt sage ich ganz zum Schluss, Technologieoffenheit und Wettbewerb. Diese beiden Größen sind der Schlüssel, aber nicht das, was Sie tun. Sie machen mit Ihren gefährlichen Ideologien nämlich die ganze Sache, Sie schaden dieser Sache und genau das ist das Problem. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort der Kollege Lorenz Göster-Beutin. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was wir hier erlebt haben in der Debatte, ist teilweise doch wieder ein Trauerspiel gewesen. Von den Rechtsradikalen haben wir mal wieder gehört, ja, sie wollen volle Kraft auf Kohle setzen, ihnen ist der Klimaschutz vollkommen egal und sie diffamieren die Schülerinnen und Schüler. Sie machen jemanden, der eine Krankheit hat, diffamieren Sie, machen Sie fertig und führen seine Position darauf zurück. Sie sollten sich mal mit den Fakten auseinandersetzen. Das würde Ihnen sehr viel helfen. Aber die FDP brauche ich nicht erwähnen. Die Antwort ist immer Markt, Markt, Markt. Nee, das klappt nicht mehr. Wir brauchen Ordnungsrecht. Aber gestatten Sie einen Zwischenruf, eine Zwischenfrage des Kollegen Hilse. Ah, nee, danke. Aber ich möchte noch mal ganz klar deutlich sagen, was mich eben in der Debatte erschreckt hat, ist die Position von Herrn Lemmel gewesen. Denn Herr Lemmel hat eben vertreten, was wir sonst immer von Herrn Hilse hier tatsächlich hören im deutschen Parlament, dass der Kohleausstieg nichts am Weltklima ändern wird, nichts zum Klimaschutz beitragen wird. Das ist nachweislich falsch. 10% macht der europaweite CO2-Ausstoß am weltweiten Ausstoß
aus. Und 7 von 10 der dreckigsten CO2-Schleudern stecken in Deutschland. Das heißt, es würde sehr wohl was ausmachen für den europäischen Ausstoß und auch fürs Weltklima. Deswegen steht der Kohleausstieg eben auf der Tagesordnung. Doch leider steht es um die Energiewende hier in Deutschland schlecht. Wir haben es in den letzten Wochen erlebt. Wir haben mit Extinction Rebellion eine starke Klimabewegung auf den Straßen weltweit, die Fridays for Future gut ergänzt. Sie haben es erreicht, dass in Großbritannien der Klimanotstand ausgerufen worden ist. Sie hat es erreicht, dass so eine große Partei wie Labour in Großbritannien gesagt hat, das steht auf der Tagesordnung. Wir müssen alle Gesetze, die wir machen, auf Klimaschutz abklopfen. Das ist genau der richtige Weg. Und auch in Deutschland hat Konstanz als erste Stadt den Klimanotstand ausgerufen. Das sollten wir doch auch mal zur Kenntnis nehmen. Und was passiert hier? Die Große Koalition kommt nicht voran. Sie kommt nicht voran beim Kohleausstieg, bei der Verkehrswende, bei der Wärmewende, bei der Agrarwende, in allen Bereichen. Und dann haben wir Anfang dieses Jahres bei der Frage der Windenergie erlebt, dass wir dort einen beispiellosen Einbruch haben, der historisches Ausmaß hat. Das ist dramatisch. Das ist auch dramatisch für die Beschäftigten bei uns in Deutschland. Die Energiewende und die Windenergie sind einer der Grundpfeiler bei den Arbeitsplätzen mittlerweile in Deutschland. Und was da gerade abläuft, was die Große Koalition da verzapft, ist fahrlässig. Wir erleben also ein Nichtstun, während die Welt Feuer fängt. Und genau das ist die Verantwortungslosigkeit. Aber was liegt nun vor? Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf der Grünen vorliegen zum Einstieg in den Kohleausstieg. Sie schlagen eine Abschaltung der Kohlekraftwerke in Höhe von 7 Gigawatt vor bis 2022, davon nur 3 Gigawatt in der Braunkohle. Und ich weiß, und Annalena Baerbock hat es eben dargelegt, es handelt sich dort in dem Vorschlag der Kohlekommission, das in einen Gesetzestext zu gießen. Und der Kollege Saathoff hat ja eben gesagt, der Kompromiss der Kohlekommission sei ein Konsens. Aber da kann ich leider nicht zustimmen, denn schauen wir uns den Kompromiss der Kohlekommission einfach mal an. Es gibt ein Sondervotum der Umweltverbände und die Umweltverbände sagen wortwörtlich, ich habe es mir nochmal angeguckt und ich zitiere wortwörtlich daraus, wir als Umweltverbände werden weiter Druck machen, um den Ausstieg zu beschleunigen. Die Aufgabe bleibt der schnellere Ausstieg als 2038. Und da haben die Umweltverbände verdammt recht. Und es sind nicht nur Fridays for Future, nicht nur Extinction Rebellion oder Ende Gelände, auch fast 20.000 Wissenschaftlerinnen unterstützen diesen Vorschlag und sie sagen, sie haben es vorgerechnet, der Kohlekompromiss ist eben leider nicht ausreichend, um das Pariser Klimaabkommen zu erreichen und auch nicht, um die Klimaziele zu erreichen. Deswegen schlagen wir als Linke, und wir werden dazu in der nächsten Woche eine Anhörung haben im Wirtschaftsausschuss, deswegen schlagen wir als Linke einen Kohleausstieg bis 2030, das statt bis 2038 vor, und den schnelleren Einstieg in den Ausstieg. Wir müssen die dreckigsten Kohlekraftwerke, die 20 dreckigsten Kohlemeiler bis 2020 abschalten. 2022 ist leider zu spät. Und wir müssen den Kollegen in den Braunkohleregionen Rhein-Wein einschenken. Wir müssen ihnen sagen, wir müssen handeln. Sie brauchen Planungssicherheit, das Handeln ist notwendig aufgrund einer existenziellen Notlage in der Bundesrepublik. Und da brauchen die Menschen in der Lausitz, im Rheinland, im mitteldeutschen Revier, die Erkenntnis, dass wir sehen, was sie dort geleistet haben, dass wir ihre Tradition anerkennen, aber dass wir auch sagen, es geht leider nicht mehr so weiter, wir müssen handeln. Wir brauchen Arbeit und Beschäftigung in den Regionen, die müssen wir sichern, wir müssen den Strukturwandel auf die Reihe kriegen. Das sind wir Ihnen schuldig. Und das ist dann keine Planwirtschaft, sondern das ist Planungssicherheit, das ist Förderung von strukturschwachen Regionen. Das müssen wir machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, deswegen können wir leider Ihrem Antrag an dieser Stelle nicht zustimmen. Wir werden uns an dieser Stelle enthalten. Und wir hoffen sehr, dass wir gemeinsam weiterhin auf die Straße gehen werden, dass wir weiterhin Fridays for Future und all die anderen Klimabewegungen unterstützen werden. Denn es geht um die Rettung der gesamten Menschheit und da können wir nicht drum lavieren. Vielen Dank. Zu einer kurzen Intervention erteile ich das Wort dem Kollegen Carsten Hilze.
Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Beutin, Entschuldigung. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ich nicht dieses Mädchen, dieses bedauernswerte Kind angegriffen habe, sondern ich habe diejenigen angegriffen, die sie missbrauchen. NGOs, Plant for Planet, Club of Rome, Grüne, Linke und zufälligerweise ist die gleiche Forderung von No Education Friday, Sie nennen sie anders, ich nenne sie No Education Friday, 2030 die Kohlekraftwerke abzuschalten, deckt sich zufälligerweise mit Ihrer Forderung. Und bei diesen Demonstrationen, Schülerstreiks, ich befürworte, dass Jugendliche auf die Straße gehen, um gegen irgendwas oder für irgendetwas zu demonstrieren. Aber wenn dort die Antifa und die interventionistische Linke mit demonstriert und für die Abschaffung des Kapitalismus demonstrieren, dann habe ich große Zweifel, dass es den Jugendlichen, dass sie einerseits wissen, worum es überhaupt geht, die dort mitlaufen, und ob die Initiatoren dieser No Education Fridays Streiks wirklich fürs Klima demonstrieren oder ob es wirklich darum geht, dass sie sich von Ihnen, von solchen Menschen wie Ihnen beeinflussen lassen, die den Kapitalismus abschaffen wollen. Wollen Sie antworten, Herr Kollege Beutin? Selbstverständlich, gut. Ja, herzlichen Dank für diese Frage und ich werde in einigen Punkten kurz darauf eingehen. Nein, es ist kein Zufall, dass wir den Kohleausstieg bis 2030 fordern und zwar nicht nur für Deutschland, sondern europaweit. Das ist tatsächlich deshalb kein Zufall, weil es die Berechnungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, weil es diese 20.000 Wissenschaftlerinnen sind, die unter Scientists for Future die Proteste von Fridays for Future unterstützen. Das sind die Profis und genauso wie wir es tun, haben genauso Fridays for Future und die Schülerinnen und Schüler auf diese Profis gehört und das ist richtig so. Aber noch ein Wort zu Greta Thunberg und das ist das, was es so unerträglich macht, dass überhaupt dieser Rechtsradikalismus, diese Thesen hier im Hosenhause zu hören sind. Sie reden hier davon, dass sie ja so bedauernswert ist, ihre Krankheit und so weiter und so fort. Wissen Sie, was wir in dieser Gesellschaft haben? Wir haben eine Situation, wo Menschen, die Krankheiten haben in dieser Gesellschaft, nicht behindert sind oder ähnliches. Sie werden behindert von dieser Gesellschaft und sie werden diffamiert von Menschen mit ihnen, die genau solche Ausdrücke benutzen. Das ist erbärmlich und schlimm. Und noch ein Wort zum Thema der Verschwörung, was Sie hier aufgerufen haben, die ganzen NGOs und die Antifa und all diese bösen Menschen. Ich werde Ihnen mal etwas sagen. Selbstverständlich, NGOs unterstützen das. Sie unterstützen die Positionen, die richtig sind. Das ist gut. Sie gehen da voran. Ich habe eben die Positionierung der Umweltverbände aus der Kohlekommission zitiert. Aber wenn Sie hier behaupten, Schülerinnen und Schüler im Alter von 16, von 17, von 18 oder auch 19 Jahren seien irgendwie fremdgesteuert, dann haben Sie etwas nicht verstanden. Denn unsere Jugend ist in vielen Punkten weiter als Sie. Sie hat viel mehr kapiert, dass Klimaschutz auf dieser Welt notwendig ist, dass wir vor einer existenziellen Herausforderung stehen. Und wir weisen deshalb Ihre Diffamierung in allen Punkten stark in die Schranken. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat als nächstes das Wort der Kollege Dr. Andreas Lenz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns liegen heute Anträge vor, zum einen von den Grünen, zum anderen von der AfD, zum Kohleausstieg von den Grünen sogar ein Gesetz. Und auch ein Antrag zum Klimaschutz generell. Ich weiß jetzt nicht, ob das Gesetz sämtlichen Plagiatsstandards standhalten würde, aber sei es jetzt mal drum. Die Anträge liegen übrigens inhaltlich so weit auseinander, wie die Sonne von der Erde entfernt ist, um bei diesen astronomischen Dimensionen zu bleiben. Und im Gegensatz dazu werden wir die Ergebnisse der WSB-Kommission, der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, der sogenannten Kohlekommission, mit Vernunft umsetzen und eben auch der Reihe nach abarbeiten. Und wir haben immer klargemacht, wir wollen zuerst die Strukturstärkung beschließen und dann den energiewirtschaftlichen Teil. Und wir halten hier eben Wort. Die Eckpunkte des Strukturstärkungsgesetzes werden im Moment gerade abgestimmt. Wir brauchen eine kluge Strukturpolitik, die nicht zu Brüchen in den Regionen führt, sondern zu Chancen. Und lassen Sie mich vielleicht auch die Frage
nach der individuellen Infrastrukturprojektförderung hier nochmal aufgreifen. Wir wollen eben nicht, dass durch eine Umgestaltung des Kosten-Nutzen-Faktors bestehende Projekte beeinträchtigt werden. Wenn, dann müssen die zusätzlichen Projekte on top. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der Kollegin Lisa Bartum? Ja, bitte. Vielen Dank, dass Sie es zulassen. Herr Lenz, gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie auch Mitglied in der Kohlekommission waren? Dann müsste Ihnen eigentlich bekannt sein, dass im Bericht drinsteht, dass der Strukturwandel, Förderung der Region synchron mit dem Kohleausstieg erfolgen soll und dass Klimaschutz und Arbeitsplätze nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten. Wie stehen Sie dazu? Das war zwar jetzt eine Frage formuliert, aber das ist ja überhaupt keine Frage. Natürlich werden auch Maßnahmen, die dann den Energieteil betreffen, jetzt schon auch diskutiert, aber wir haben immer versprochen, dass wir zuerst uns um die Leute, um die Menschen kümmern und dann die Folgefragen entsprechend beantworten werden. Und wenn es um den Strukturteil geht, dann brauchen wir natürlich auch noch mehr Kreativität von den Bundesländern. Wir brauchen Konzepte, die maßgeschneidert auf die jeweiligen Stärken der Reviere ansetzen. Wir brauchen Leuchttürme, die tatsächliche Leuchttürme sind. Wir müssen aktivieren und eben nicht langfristig alimentieren. Wir müssen Grundlagen für Zukunftschancen legen. Und Sie schreiben ja richtig in Ihrem Antrag, dass die Kommission bis 2022 eine Reduzierung bei der Braunkohle um 5 GW und bei den Steinkohlekraftwerken um 7,7 GW vorgeschlagen hat. Aber wir haben 2019 und zunächst müssen eben die Gespräche mit den Kraftwerksbetreibern geführt werden. Wir müssen hinsichtlich möglicher Entschädigungen so viel wie notwendig leisten, aber eben auch nicht mehr. Es geht schließlich auch hier um das Geld des Steuerzahlers. Auch Ausschreibungen, um die günstigsten Kraftwerksstilllegungen zu ermitteln, werden geprüft werden müssen. Und dass Sie natürlich, der Kollege Lemmel hat es ja schon zutreffend ausgeführt, am liebsten alle Betreiber enteignen würden, das haben wir ja schon zur Gänze gehört, aber wir haben eben hier auch ordnungspolitisch einen anderen Wertekompass. Zudem müssen auch Voraussetzungen im Rahmen der Versorgungssicherheit geprüft werden. Es ist ja keine Lotterie, welches Kraftwerk als erstes vom Netz gehen kann. Das muss zur Strukturpolitik, aber vor allem auch zu den entsprechenden Strombedarfen in den Regionen passen. Und durch einen verlässlichen Ausstiegspfad wird gewährleistet letzten Endes, dass wir die Klimaschutzziele 2030 im Energiebereich einhalten, und das war auch die Maßgabe des Einsetzungsbeschlusses, und wir liefern hier und werden hier auch entsprechend unserer Verantwortung gerecht werden. Und die AfD will jetzt im Gegensatz dazu die Aussetzung des Ausstiegs aus der Kohleverstromung. Im Sinne der Versorgungssicherheit brauchen wir natürlich Ersatz für die vom Netz gehenden Kapazitäten. Und dieser kann nur durch die Errichtung und Nutzung neuer Gaskraftwerke liegen. Es ist also nicht so, dass es keine Alternative zur Kohle nicht jetzt schon auch geben würde. Wir brauchen, das sagt jede belastbare Studie, wir brauchen schnelle, kaltstartfähige Gaskraftwerke, am besten übrigens dort, wo der Strom auch gebraucht wird, also im Süden der Republik. Und diese Kraftwerke müssen natürlich auch schnell entstehen. Und die Gaskraftwerke können perspektivisch auch Power-to-X und mit Wasserstoffanteilen betrieben werden, passen also auch sehr gut ins Konzept der Energiewende insgesamt. Als Übergang ist Erdgas für die Versorgungssicherheit aber natürlich unablässlich. Wir müssen darüber hinaus gewährleisten, dass unser Strommarkt die notwendigen Investitionen in Gaskraftwerke entsprechend anreißt. Und wenn wir feststellen, dass der Strommarkt das nicht gewährleistet, dann müssen wir entsprechend auch nachjustieren. Wir brauchen aus meiner Sicht eine gesetzliche Definition von Versorgungssicherheit. Übrigens steigen weitestgehend alle europäischen Länder aus der Kohle aus, und deshalb müssen wir auch auf europäischer Ebene das Thema der Versorgungssicherheit adressieren. Und es ist eben schon ein Unterschied, Frau Baerbock, wenn viele Länder auch innerhalb der Europäischen Union aus der Kohle aussteigen, aber eben nicht aus der Kernkraft. Und deswegen haben wir in Deutschland hier auch besondere Herausforderungen, die können wir auch nicht negieren. Wir müssen aber vor allem auch national die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Thema der Versorgungssicherheit gesetzlich entsprechend definiert wird. Und es steigert dann auch die Planungssicherheit für Investitionen in Gaskraftwerke und
gibt die entsprechende Sicherheit. Als ich Ihre Anträge las, also von der AfD und von den Grünen, da habe ich, und das wird Ihnen jetzt nicht gefallen, da habe ich eine Gemeinsamkeit festgestellt. Ich will es Ihnen fast nicht sagen, aber ich will es Ihnen auch gleichzeitig nicht vorenthalten. Und zwar die Gemeinsamkeit liegt darin, dass Sie beide den Menschen Angst machen. Die einen mit Blackout-Horror-Szenarien und die anderen mit Weltuntergangsszenarien aufgrund des Klimawandels. Ich sage, das Licht wird nicht ausgehen in Deutschland und die Welt wird auch nicht untergehen. Wir brauchen nicht Angst, wir brauchen Zukunft und Zuversicht, wir brauchen Technik und Innovation. Und es fiel vorher ja schon ein Zitat von Alexander Gerst. Und er hat ja auch gesagt gestern, wir sind die Spezies von Entdeckern. Das hat uns am Leben gehalten und es wird uns auch am Leben halten. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch Sorge für unseren Planeten, für unsere Erde tragen. Wir brauchen also verantwortliche Politik, die Probleme löst und nicht Populismus betreibt. Und deswegen lehnen wir Ihre Anträge ab. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Tino Chrupalla. Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, die Haltung der AfD zum vorzeitigen Braunkohleausstieg ist bekannt. Wir haben sie schon hier mehrfach im Plenum kundgetan. Wir sind dagegen. Vor allem sind wir gegen einen ideologisch begründeten, überhasteten Ausstieg aus einer deutschen Schlüsselindustrie, die vielen Menschen zu Lohn und Brot verholfen hat. Für die strukturschwachen Regionen im Osten, wie meiner Heimatregion, die Lausitz, ist dies der Todesstoß. Der Ausstieg aus der Braunkohle ist beschlossene Sache. Aber den Grünen geht es wieder einmal nicht schnell genug, weil ja sonst morgen die Welt untergeht. Die Klimaretter sind sich nicht zu schade, Kinder für ihren Kreuzzug einzuspannen. Es grenzt ja wirklich fast an einen Glaubenskrieg, der hier von Ihnen geführt wird. Und wir von der AfD sind die Ungläubigen. Unsere Argumente will man sich lieber nicht annehmen. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass man uns am liebsten auf dem Scheiterhaufen verbrennen würde. An dem Antrag von Ihnen fällt mir vor allem eines auf. Die aufdringliche Wiederholung der Wörter Klimaschutz und Klimakrise. Wiederholung ist ja die beste Propaganda, sagt man. Ich kenne das noch aus meiner Jugend aus der FDJ, jawohl. Das ist übrigens einer der wenigen Gemeinsamkeiten zwischen mir und der Kanzlerin. Und das sind genau die ideologischen Grundpfeiler dieses Antrags, Klimaschutz und Klimakrise. Liebe Kollegen, wir haben es hier mit Dogmen zu tun. Diese werden uns eingehämmert und so oft wiederholt, bis wir nicht mehr klar denken können. Vor unserem geistigen Auge geht die Welt unter, weil Deutschland immer noch Braunkohle abbaut. Das sind bekannte Methoden der Suggestion und der Psychomanipulation, die Sie hier anwenden. Vielleicht ist Ihnen das nicht einmal bewusst. Sie meinen es ja vielleicht sogar gut, das will ich Ihnen gar nicht absprechen. Aber ich würde mir wünschen, dass Sie den Grad Ihrer Verblendung endlich erkennen. Ich habe nichts gegen Idealismus, Ökologie und ganzheitliches Denken. Das sind gute deutsche Traditionen, zu denen wir uns auch bekennen. Aber die Grünen haben es geschafft, diese schönen Traditionen ad absurdum zu führen. Abgesehen davon kritisieren wir die Tatsache, dass man mit Steuermitteln in Milliardenhöhe dafür ausgibt, um alte, gewachsene Strukturen zu zerstören. Bewährte deutsche Schlüsselindustrien werden systematisch abgewickelt mit deutschen Steuergeldern. Und wiederum sollen mit Hilfe von Steuergeldern neue Industriezweige aufgebaut werden, von denen keiner weiß, ob sie uns wirklich den Segen bringen, der uns versprochen wird. Und das hat Herr Altmaier in seiner sogenannten nationalen Industriestrategie ja gestern auch hier im Plenum angekündigt. Ich würde das aber eher antinationale Industriestrategie nennen. Und jetzt verstehe ich auch, weshalb die CDU mit den Grünen koalieren will. In Sachsen, Herr Lemmel, Sie haben das ja eindrucksvoll in Ihrer Rede auch gesagt, Sie werden mit diesen Kollegen in Sachsen ja koalieren müssen, weil Ihre Mehrheiten dort nicht ausreichen. Sie können sich im Prinzip gleich rübersetzen, weil Sie haben genau die gleichen Ziele. Für die möglichen Umweltschäden durch digitale Technologien interessiert sich hier offenbar niemand. Wenn Sie glauben, dass das die Bürger nicht merken, haben Sie sich getäuscht. Vielen herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Timon Gremmels.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir das Thema Kohleausstieg nicht losgelöst von der gesamten energiepolitischen Debatte sehen dürfen. Und Frau Baerbock, die Beispiele, die Sie gebracht haben mit Frankreich, Großbritannien, Belgien, die alle weiter sind beim Kohleausstieg als wir, das sind übrigens alle Länder, die auf Atomkraft setzen. Das sind alles Länder, die auf Atomkraft setzen, und das ist der große Unterschied. Weil wir steigen nicht nur aus der Kohle aus, sondern ich möchte daran erinnern, dass wir alle auch noch bis 2022 aus der Atomkraft aussteigen. Das ist der große Unterschied auch zu vielen anderen europäischen Ländern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist gut, dass wir aus beiden Technologien aussteigen, weil das rückwärtsgewandte Technologien sind. Wir müssen Richtung Zukunft gucken. Aber wir müssen das gemeinschaftlich machen, mit den Beschäftigten, mit den Regionen. Der Vorteil dieses Kohlekonsenses, der Strukturwandelkommission, übrigens die SPD damals in Koalitionsverhandlungen durchgesetzt hat, ist, dass wir einen gesellschaftlichen Mehrwert haben wollten, dass wir einen gesellschaftlichen Rückhalt haben wollten. Wir haben die Menschen mitgenommen, die Beschäftigten mitgenommen, die Gewerkschaften, die Umweltverbände, die Energiewirtschaft. Wir haben uns sie an einen Tisch geholt und gesagt, lasst uns gemeinsam diese historische und schwierige Aufgabe für Deutschland auf den Weg bringen. Und deswegen sind wir stolz darauf, dass dieser Konsens nahezu einstimmig angenommen worden ist. 27 von 28 Mitgliedern haben zugestimmt. Und dieser Konsens besteht aus zwei Teilen. Er steht zum einen aus dem Strukturstärkungsgesetz und auch aus dem Kohleausstiegsgesetz. Ja, aus beiden Teilen besteht er. Und die Grünen, Frau Baerbock, haben sich auf eine Frage konzentriert. Das kann man als Grüne machen. Aber wir als Sozialdemokratie haben eine andere Aufgabe. Ich glaube, das wird doch die schwere Aufgabe haben, weil wir das mit den Beschäftigten, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gemeinsam machen wollen, weil nur so gibt es Akzeptanz. Und deswegen müssen wir alle Aspekte dieses Konsenses berücksichtigen. Übrigens, es steht drin, dass wir auch nochmal nicht 2038, sondern auch 2035 das gerne vorziehen können. Es steht aber auch drin, dass als Sofortmaßnahme bis 2022 12,5 GW Abschaltung von Kraftwerken, und das entspricht rund 20 Kraftwerksblöcke, umgesetzt werden kann. Das ist fast ein Drittel der heutigen Leistung. Auch das müssen wir sagen, all denen, die meinen, dass das erst 2038 der Fall ist. Wir brauchen aber auch Strukturwandel. Wir brauchen Hilfen für die Kohlebeschäftigte. Wir brauchen einen Ausgleich für die Strompreise, eine Zukunft für die Menschen, die im Tagebau beschäftigt sind. Und wir brauchen hier Versorgungssicherheit. Und deswegen gilt es jetzt zeitnah, aber ohne Hetze, diesen Kompromiss, diesen Konsens, den wir gefunden haben, 1:1 umzusetzen. Und ehrlich gesagt, Frau Badum, Sie haben ja gestern DPA gesagt, wer nur Gelder für die betroffenen Regionen spricht, der wird keine einzige Tonne CO2 einsparen. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen zynisch, weil wir müssen es mit den Beschäftigten machen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehören für die Sozialdemokratie zusammen. Wir wollen Betroffene zu Beteiligten machen, mit den Menschen in den Braunkohleregionen zusammen Richtung Zukunft gehen und dafür sorgen, dass die Menschen, die da beschäftigt sind, zukünftig auch gute Arbeitsplätze haben, die tarifgebunden sind. Darauf müssen wir unseren Konzentration legen, weil wir eben nicht wollen, dass die Rattenfänger von der rechten Seite da versuchen, die Menschen zu verblenden, sondern wir wollen sie mitnehmen. Und wir gehen den schwereren Weg. Wir gehen ihn aber konsequent, weil die SPD ist schon seit spätestens 1986 die Partei des sozialökologischen Umbaus. Daran arbeiten wir gemeinsam mit all denen, die uns begleiten. Dankeschön. Nächster Redner Thomas Kemmerich, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer. Für uns Freidemokraten ist beim Klimaschutz nicht das Ob, sondern das Wie entscheidend. Und schauen wir mal auf das Wie der vorliegenden Anträge. Einmal der Antrag der Grünen, Ausstieg aus Braunkohleerzeugung, nicht aus Nutzung bis 2022. Atomstrom wird weg sein, gegen Windenergie demonstrieren Sie inzwischen auch. Der andere Antrag ist ein pures Weiter-so. Sie präsentieren beide keinen vernünftigen Ansatz für eine klug gemachte Klimawende, die nicht nur funktionieren kann, sondern auch langfristig wirklich das Klima schont und die deutsche Volkswirtschaft nicht schadet. Ich glaube, es ist ausreichend erwähnt worden, dass beide Anträge keinen Plan dafür enthalten, wie mit den betroffenen Regionen umzugehen ist. Weder Ihr Plan, der die sofortige Abschaltung aussieht, noch dieses Weiter-so, denn wir können nicht leugnen, dass ein Veränderungsprozess stattfinden wird
Und auch da brauchen wir kluge und langfristige Antworten. Wenn wir nicht ausreichend Energie erzeugen können, wenn wir weiter Atomstrom aus Frankreich beziehen und Kohlestrom aus Polen. Das ist weder das klimaschonend noch sozialverträglich, denn wir haben jetzt schon die höchsten Energiekosten in Europa. Schauen wir mal auf das Wie der Freien Demokraten. Wir glauben, dass Deutschland mit seinen Innovationen und Erfindungen großes Potenzial hat, klimafreundliche Energieerzeugung für die Zukunft zu sichern. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hilse? Gerne nach der Rede. Dafür benötigen wir keinen hektischen Aktionismus der Bundesregierung und keinen auf Panik oder Angstmache basierenden weiteren Anträge. Wir brauchen einen Masterplan für die Energiewende, die auf marktwirtschaftliche Anreize und Wettbewerb setzt. Wir wollen keine staatlichen Umverteilungsmechanismen bis zum Ende zuhören erhält. Wir wollen keine Umverteilungsmechanismen à CO2-Steuer. Wir wollen Anreize und marktwirtschaftliche Instrumente wie eine Weiterentwicklung des CO2-Zertifikatshandels über alle Sektoren und das europaweit. Und wir wollen eins, denn an die Kraft glauben wir. Wir wollen Innovationsanreize für den Mittelstand. Zum Beispiel die Vernetzung per Blockchain-Technologie von Solaranlagen. Wir brauchen Power-to-X-Konzepte. Auch wenn sie heute noch wenig effizient sind, sind die effektiver als für stillgelegte und stillstehende Windräder Entschädigungen zu zahlen. Und meine Damen und Herren, diese neuen Ideen entwickeln nicht wir Politiker, sondern unsere Naturwissenschaftler und Ingenieure. Und deshalb brauchen wir zielgerichtete Investitionen in unsere Forschungszentren und Universitäten in diesen Sektoren. Das ist allemal besser, liebe Bundesregierung, als zu riskieren, eine milliardenschwere Strafe für die Nichterzielung von den Klimazielen. Wir als Bundesrepublik können die Pole Position im Klimaschutz einnehmen, aber wir können nicht alleine die Welt retten. Klimaschutz geht nur europäisch und global. Deshalb sollten wir als Politik Ziele definieren und die Umsetzung den Leuten überlassen, die über das technische Know-how verfügen. Wir setzen uns ein für einen ordnungspolitischen Rahmen, der vor allen Dingen dem Mittelstand ermöglicht, innovative Ideen für emissionsarme Energieerzeugung und energieeffiziente Produktion zu entwickeln. So kann der deutsche Mittelstand zum Hidden Champion des Klimaschutzes werden und weltweit einen Beitrag leisten für Wohlstand und Umwelt. Vielen Dank. Die Kollegin Lisa Bartum hat das Wort für Bündnis 90 Grüne. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Sie wissen ja vielleicht, dass wir Grüne nicht über alle Zahlen in diesem Abschlussbericht der Kohlekommission begeistert waren, aber was wir wirklich anerkannt haben, ist das Bemühen, durch einen Konsens zu einem Ergebnis zu kommen. Und dieses Bemühen, das scheint momentan im absoluten Stillstand zu versanden, wenn man hier sich die Reden so anhört. Denn was genau ist seit Ende Januar, seit dieser Bericht übermittelt wurde, denn passiert? Im Mitte März soll es ja ein Treffen mit RWE gegeben haben. Und RWE-Chef Schmidt sagte dazu, es wäre ein erstes Kennenlernen gewesen. Ja, also die Zeit läuft uns davon und Sie spielen Blind Date mit RWE? Also ernsthaft? Es ist für mich ein bisschen schwierig zu verstehen. Wobei, ich versuche das nachzuvollziehen. Es sind bald Landtagswahlen und Sie denken, die Wählerinnen und Wähler könnten erschrecken, wenn sich was tut. Und genauso ist eben auch Ihre Kohlepolitik. Die ist aus Verzagtheit vor den Populisten schon seit Monaten auf Eis gelegt. Sie machen aus Angst kurzatmig Politik. Aber die Menschen in Kohleregionen haben ebenso wie die Unternehmen ein Recht auf Planungssicherheit. Und übrigens, lieber Timon Gremmels, auch ein Recht auf Klimaschutz. Es ist so falsch, das gegeneinander auszuspielen. Es ist absolut falsch und ihr macht es immer, immer wieder. Und das Fatale daran ist, wenn Angst Ideen und Entscheidungen blockiert, ja, dann führt das zu einem politischen Vakuum und das ist der beste Nährboden für Populismus. Und damit erzeugen Sie genau das, was Sie fürchten. Das ist das Schlimme an Ihrem Handeln. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie könnten es anders machen, weil wir Ihre Verbündeten für den Kohleausstieg und für eine zukunftsfähige Politik sind. Verbündete für mehr Mut in der Politik. Und die Umweltbewegung auf der Straße wird täglich größer. Ich habe Ihnen heute wieder 114.000 Unterschriften mitgebracht für den Erhalt des Hambacher Waldes, für den Erhalt der Dörfer. Wir haben nicht nur Fridays for Future, wir haben Scientists for Future, wir haben
RWE-Aktionäre, kritische Aktionäre, die Fridays for Future ihre Redezeit auf der Aktionärsversammlung geben. Wir haben heute in Sibiu einen europäischen Gipfel, wo unsere Nachbarländer ehrgeizigere Klimaziele fordern. Und es richtet sich hauptsächlich in unsere Richtung, in die deutsche Richtung. Es gibt keine Lobby mehr für den Status quo. Und jetzt? Und wir ziehen die Konsequenzen daraus und wir greifen das Ergebnis Ihrer Kommission auf, Herr Lemmel. Was wir vorliegen haben, ist der Kommissionsbericht. Ist kein grüner Gesetzentwurf, sondern ist der Kommissionsbericht. Es gibt also diesen Kommissionsbericht. Es gibt einen Gesetzentwurf. Was fehlt Ihnen denn eigentlich? Das ist im Prinzip Mal nach Zahlen. Sie können das jetzt einfach machen. Ich bitte Sie, stimmen Sie diesem Gesetzentwurf zu und malen Sie endlich ein Bild für unser aller Zukunft. Vielen Dank. Nächster Redner, Dr. Klaus-Peter Schulze, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der letzten Nacht, als die Kohlekommission am Abschlussbericht gefeilt hat, ist es gelungen, einen wichtigen Satz zum Thema Wasserhaushalt in den Kohlerevieren einzubringen. Ich bin sehr froh, dass meine Bemühungen sich gelohnt haben, dass das dort schriftlich fixiert ist. Und wir haben jetzt hier viel zur Versorgungssicherheit gehört, wir haben viel zu Preisen gehört, über den Strukturwandel, über die Arbeitnehmer in den Revieren. Aber wir haben uns zu dem Thema Umweltschutz im Bereich Wasserwirtschaft noch nicht geäußert. Und wenn ich mir den Gesetzentwurf von den Grünen anschaue, erscheint das Wort an keiner Stelle, weder im Gesetzestext noch in der Begründung. Und das ist aus meiner Sicht ein gravierender Fehler. Ich habe bereits am 29. November letzten Jahres und am 31. Januar diesen Jahres auf diese Punkte hingewiesen, aber offensichtlich ist das nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Und deshalb möchte ich das jetzt ein drittes Mal an einem anderen Beispiel wiederholen, denn Wiederholung soll ein gutes pädagogisches Mittel sein, dass der eine oder andere sich mal etwas merkt. Bei den letzten Dingen bin ich auf die Mengen eingegangen. Ich möchte heute etwas zur Qualität sagen. Wenn es uns nicht gelingt, den Ausstieg so zu organisieren, dass die Restlöcher zeitiger geflutet sind als das aufsteigende Grundwasser im Kippenkörper, passiert das, was wir zurzeit im Praxistest an der sächsisch-brandenburgischen Grenze beobachten können. Wir bekommen eine Verockerung der Oberflächengewässer. Die Qualität wird so stark durch Eisenoxid, was aus der Pyritverwitterung kommt, das will ich jetzt hier im Einzelnen nicht erklären, könnte es aber. Dieses Eisenoxid führt dazu, dass die aquatischen Ökosysteme zerstört werden. Im Ergebnis dessen, und das kann man also, wenn man sich mal so ein Gewässer anschaut, genau beobachten, werden die dort vorhandenen Pflanzenreste nicht mehr abgebaut, sondern nur anaerob, und das hat zur Folge, dass neben CO2 große Mengen Methan frei werden. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja. Herr Kollege der AfD. Herr Schulze, ich nehme an, dass Sie aus Zeitgründen das nicht erklären können. Ich würde Sie einfach bitten, das dennoch zu erklären. Ich bin nämlich sehr interessiert daran. Vielen Dank. Was soll ich Ihnen erklären? Also wir haben in den tertiären Kippen Eisensulfid, also Pyrit. Dieses wurde durch den Tagebau belüftet. Anschließend kommt wieder eine Deckschicht drauf, aber die Belüftung hat dazu geführt, wenn das mit Wasser in Kontakt kommt, dass sich das Eisenpyrit über mehrere Schritte umwandelt in Eisensulfat und Eisenoxid. Das Eisenoxid ist dann als Ocker im Gewässer ab einer bestimmten Konzentration über 3 Milligramm sichtbar. So. Die Folgen sind, dass wir erhebliche Aufwendungen betreiben müssen, um diese Eisenoxidbelastung zu beseitigen. Und mit Kollegen aus der Lausitz, zwei lachen gerade, wir haben in der letzten Legislaturperiode gemeinsam unseren damaligen Finanzstaatssekretär überzeugen müssen, dass diese Situation nicht Ländersache ist, sondern Bundessache, weil sie durch
das Ausfahren der Tagebau in den 90er Jahren entstanden ist. Das kostet uns in dieser Periode das Verwaltungsabkommen zwischen 75 und 100 Millionen Euro. Und das ist nur ein ganz kleiner Hotspot. Wenn wir das jetzt flächendeckend durchführen, entstehen solche Hotspots an vielen Stellen und wir werden Folgekosten haben, die weit über das Jahr 2038 hinausgeht. Und diese müssen wir dann sicherlich aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Und das kann man meiner Meinung nach bei der gesamten Debatte nicht ausblenden. Wir hatten am vergangenen Wochenende eine Veranstaltung von der CDU Brandenburg und dort gab es einen Antrag der Schülerunion und diese haben auch gesagt, wir wollen bis 2030 sofort aus der Braunkohle aussteigen. In der Debatte, die wir da geführt haben, habe ich nochmal diese Zusammenhänge etwas weiter, als ich hier Zeit habe, ausgeführt. Und da sind einige hinterher zu mir gekommen und haben sich bedankt und haben gesagt, endlich erklärt uns einmal einer die gesamten komplexen Zusammenhänge und jetzt sehen wir das eine oder andere etwas anders als bisher. Und vielleicht gelingt das heute mit meinem kleinen Beitrag, dass man auf der Strecke auch mal weiter nachdenkt und wir uns überlegen sollten, wie wir das Thema insgesamt angehen. Denn Umweltschutz ist nicht nur Klimaschutz, sondern zum Umweltschutz gehört unter anderem auch Wasserhaushalt und auch andere Dinge, über die wir ja morgen in der Aktuellen Stunde hier noch debattieren werden. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Schulze. Und die Kollegin Dr. Nina Scheer ist die letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat ist es höchste Eile, dass die Klimaschutzmaßnahmen, die als Zielvorgaben nun auf dem Tisch liegen, dass die tatsächlich auch in die Umsetzung kommen. Das sind wir uns sowohl in der Koalition, wie ich jetzt mal unterstellen mag, trotz der Wortmeldung, die hier von Herrn Lemmel kam, sind wir uns alle einig und das ist ja auch letztendlich die Handschrift des grünen Antrags, der heute hier vorliegt. Es ist aber etwas irritierend, wenn eben nun zum einen in dem Antrag von den Grünen zitiert wird aus eben diesem Bericht der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung und andererseits unterstellt wird, dass dieser Bericht mit dem Zitat aufgenommen im Gesetzentwurf von Ihnen nichts mit dem Prozess zu tun hätte, der hier die ganze Zeit schon stattfindet. Insofern ist es auch nicht so ganz korrekt, wenn jetzt von Ihnen, Frau Baerbock, erklärt wurde, der Anknüpfungspunkt für diesen Gesetzentwurf sei für Sie die Einsetzung der Kommission im letzten Jahr. Also von der Einsetzung der Kommission bis heute hat ja einiges stattgefunden. Die Kommission hat nun den Bericht vorgelegt, das war Anfang des Jahres, da haben Sie ja auch draus zitiert, sonst wäre es Ihnen ja gar nicht möglich gewesen, daraus zu zitieren, wenn Sie nicht auch dieses Ergebnis abgewartet hätten. Danach wurde ein Klimakabinett eingesetzt und in der Tat arbeitet das Klimakabinett auch. Ich möchte es nicht zu sehr verteidigen, wenn ich die Äußerung von Herrn Lemmel jetzt noch mal kurz hervorzitiere. Herr Lemmel, mir ist da schon ein bisschen Rätsel aufgekommen, wieso jetzt auf einmal Angriffe Richtung SPD gefahren werden, wie wir mit unserem JUSO-Vorsitzenden umzugehen hätten. Da denkt man sich dann schon, will hier möglicherweise abgelenkt werden davon, dass natürlich Herr Altmaier jetzt in der Pflicht ist, im Zuge der Klimaschutzberatungen vorzulegen und zu liefern. Und da erwarten wir als SPD auch klipp und klar, dass die Ergebnisse, die Kommission vorgelegt hat, dass die sich auch dann wiederfinden in den Sektorzielen und den Sektorkonzepten. Aber nichtsdestotrotz, der Klimaschutzantrag der Grünen, auch als Sofortprogramm genannt, ist im Grunde eine Bestätigung des Prozesses. Er nimmt wortwörtlich das auf, was die Kommissionsergebnisse bedeuten. Es ist aber auch noch mal kurz zu erwähnen, dass es zwar als Gesetzentwurf gekennzeichnet ist, aber letztendlich auch in dem Gesetzentwurf erwartet wird, dass die Bundesregierung Sofortprogramm macht. Also auch da vom Wording her
Es ist als Gesetzentwurf, okay, habe ich gelesen, aber es ist ein Sofortprogramm, was bis 2022 hinterher zu wirken hat. Also es ist, finde ich, man sollte jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, als ob das Handeln der Bundesregierung plus Klimaschutzgesetz, was im Bundestag hier noch in diesem Jahr verabschiedet werden wird, dass das dem hinterherhinkt, was Sie jetzt vorlegen. Es darf nicht passieren, dass es hinterherhinkt. Da haben wir auch eine Pflicht, dass es nicht hinterherhinken wird. Aber es ist nicht so, dass mit dem Klimaschutzgesetz, wie es von Ihnen vorgelegt wird, jetzt dass damit ein schnellerer Zeitplan zwingend verfolgt wird. Ich wollte ein paar letzte, die letzte halbe Minute noch kurz darauf verwenden, weil wir ja noch den AfD-Antrag hier nun auch wiederum zu behandeln haben und aufgreifen, dass Sie tatsächlich ja schon eingestanden haben, nicht mehr klar denken zu können. Das zeigt sich auch in dem Antrag, der hier vorliegt, zeigt sich, dass das auch zutrifft, dass Sie nicht klar denken können. Nämlich Sie unterstellen tatsächlich, dass mit der Braunkohle die Fluktuationen zu erreichen sind, auszugleichen sind und die Stabilitäten der Versorgungssicherheit zu leisten ist, etwa auch in den Dunkelflauten, die wir haben. Das ist Nonsens, das ist Quatsch, das ist doch betriebswirtschaftlich, wirtschaftlich nicht haltbar. Wir haben 8.760 Stunden, die wir Versorgungssicherheit gewährleisten müssen. Der wirtschaftliche Betrieb von Braunkohlekraftwerken liegt bei 6.000 bis 6.500 Betriebsstunden. Zurzeit sind sie mit 7.000 bis 7.400 Betriebsstunden im Betrieb. Wenn wir 336 Stunden zweimal im Jahr ungefähr an Dunkelflauten unterstellen, wären das die Zeiträume, mit denen Sie über die Braunkohle nach Ihrer Vorstellung eine Versorgungssicherheit wirtschaftlich gewährleisten wollen. Es ist wirtschaftlich, rein wirtschaftlich, da haben wir die Klimapolitik ganz außen vor gelassen, rein wirtschaftlich absolut unvorstellbar, dass das zu leisten ist. In der Merit Order läuft es derzeit so, dass die Bundesnetzagentur sich gezwungen sieht, 7 Gigawatt Gaskraftwerke abzuschalten. Das wird Frau Kollegin, kommen Sie zum Ende. Ich komme zum Ende. Ich möchte nur kurz auf diesen Zahlen darauf hingewiesen haben, dass in der Tat die AfD nicht mehr klar denken kann. Das ist mir hoffentlich gelungen. In diesem Sinne für einen guten Klimaschutz. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Interfraktionär wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 9920, 9963 und 9953 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Das ist der Fall. Dann ist es so beschlossen. Und ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 29.